Yo, hi, zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier gerade bei Razzik gewesen und haben ihm ein bisschen berichtet. Jetzt geht es darum, dieses Banditenlager zu finden. Das soll eigentlich in Thalenberg sein, also westlich oder irgendwie sowas von Thalenberg. Lasst uns kurz mal ein bisschen rauszoomen. Thalenberg ist da oben und da müsste. Ach so, da oben ist das. Ja, gut. Also, ich würde mal vorschlagen, wir machen mal so einen Quick Jump nach Thalenberg. Wenn wir immer den Cursor finden, da ist er. Auf geht's. Naja, und dann müssen wir das Banditenlager da irgendwie ausbaldowern. Das ist da irgendwie im Wald drin und so weiter. Darf man sich nicht erwischen lassen. Alles mal ein bisschen anschauen und jo, und dann wieder berichten. Und dann kommt scheinbar Ratzig mit seinen ganzen Soldaten und dann geht's ab. Mal gucken. So, Thalenberg angekommen. So, und genau, ich glaube, da können wir einfach mal hinreiten. Einfach mal gucken. Ferdi? Jo. Einmal straight in den Wald hinein. Ist es irgendwo drin? Wir sollen ausbaldowern, nicht einfach gleich drüber reiten. Hey, Ferdi! Oh nein, festgezickt. So, ich glaube, das reicht mal. Weil das da vorne ist es hoffentlich nicht, oder? Ah, könnte es schon sein. Na gut. Muss ich mich vielleicht ein bisschen anschleichen. Wäre nicht schlecht. So, und das Lager entdeckt. Aber was soll ich jetzt da gucken? Keine Ahnung, wie man vernünftig schleicht. Verfallenen Hütten. Okay, sorry. Was meinen? Wegkreuzung mit den verfallenen Hütten. Jo. Erstmal wieder weg, oder was? Ich weiß es nicht. Das ist die Wegkreuzung, alles klar. Keine Ahnung, große Buche, kann der hier sein? Na komm, ist auf dem Pferd ist irgendwie cleverer. Ach so, mein treuer Begleiter, immer mit dabei. So, komm, ich weiß jetzt nicht, ob das hier der Weg ist. Und da kommt irgendwann eine Buche. Alles große Bäume. Na komm, Baby, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Den Weg lang.
So, Lichtung mit Buche. War es doch der andere Weg? Ne, er hat irgendwas von Felsen gesagt, ne? Ah. Nochmal zurück. Reiten wir mal links lang, oder? So, hier kommt die Gabelung wieder, ne? So, und wir reiten jetzt mal hier lang. Oder? Geh nach, oh Scheiße, nach links. Lass mal kurz auf die Map schauen. Nach links, okay. Muss aber da die Typen erstmal umreiten, würde ich sagen. Tlit, das ist der Weg. Klar, interessanter Ort, aber dann muss ich nach links irgendwie. Oder? Wie war jetzt die Message? Ich muss mal kurz gucken. So, Questlog sagt, Kundschafte, bla bla bla. Geh nach links und folge dem Weg, bis du nächste Wegkreuzung erreichst. Okay. So, das ist die Wegkreuzung. Linke Abzweigung. Und dann? Dann kommst du zum Lager, okay. Müssen wir ein bisschen langsamer jetzt gucken. Okay, das da ist es, oder? Das Lager aus Baldovan ist vielleicht nicht so einfach, ne? Vorne irgendwelche komischen Wachen auf der Brücke. Oder über die Brücke, das geht mal gar nicht. Die machen natürlich sofort etwas, Abend. Wenn ich da hingehe. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Ja. Das ist so. Dann gehen wir doch hier hinten mal über die Steinchen da, oder?
Graben überqueren. Oh shit. Ab in den Graben. Okay, komme ich hier wieder raus? Ah, das ist echt Pain, ne? Ah, okay. So, lieber mal hier von der Seite ein bisschen ran sneaken. Apropos sneaken, ja. Ja, hier bewacht keiner, ne? Da einfach reingehen. Eine Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Okay, so richtig, richtig geil da rein laufen ist natürlich nicht, ne? Einfach mal so aus Spaß sich alles angucken. Naja, reinkommt man nicht. Also das eine war schon gar nicht so schlecht da hinten. Soll auch ein bisschen sabotieren. Ich weiß halt zwar nicht, ob ich das packe und schaffe. Boah, ist das groß, ne? Von diesem Kirchturm aus haben sie eine gute Aussicht. Und diese Bogenschützen, das wird ein Problem. Okay, kann ich das umgehen hier alles? Das ist ein riesen, ist eine riesen Burg hier im Hintergrund noch. Bogenschützen. Wachen vorne, über die Brücke rüber, wirst du gleich weggeballert, ne? Kann man hier irgendwie rein? Nee, ne? Nee. Oh. Ich kann hier unterm Haus durchlaufen vielleicht. Okay. Das ist groß, shit, ey. Sind das auch wirklich so viele? Ich höre Stimmen. Ja, das ist ein Riesenlager, ne? Okay. Darüber, ja. Wow. Einfach so reinstolzieren. Keine Wachen. Oder sehe ich die noch nicht? Doch, dahin steht einer. Okay, das wird nix. So, wo kommt denn das hier her? Das ist ja geil. Oh. Niemand, niemand. Auf diesem Weg könnten wir unbemerkt bis zum Lager gelangen und sie überraschen. Aber dann würden wir den Kumanen in die offenen Arme laufen. So, kann ich irgendwie da rein sneaken, sodass sie mich nicht kriegen irgendwie an denen vorbei. Es sind echt so viele Wachen, ne? Von hier aus könnten wir sie überraschen. Ja, was machst du denn da? Ich bin hier. Pipi. Du bist doch sofort gesehen hier, ey. Niemand. Okay, das sieht spooky aus. So, Formlager durch die Büsche crawlen, das geht irgendwie. Wow, und hier könnte man rein. Ohne gesehen zu werden. Komm, hier laufen überall Wachen rum. Was soll... Wie soll das gehen? Aber das ist riesig, ne? So, jetzt bin ich immer hinter den...
Wachen von da vorne, oder? Ist das nicht so? Das ist doch der Hauptweg hier. Hier vorne stehen die Wachen am... Ja. Erstmal den Typen schön aus dem Weg gehen. So, was ist das jetzt hier? Warum leuchtet das so komisch? Sieht ja wirklich eigenartig aus. Ah, es macht das Sonnenlicht. Eben hier rüber. Oh shit, wieder im Bach. Ah, yet another Bach, ne? Ist irgendwo anders. Ah, kommt man aber genauso schlecht raus. Ne? Geht besser? Okay. Wo bin ich? Ey, ich muss noch ein bisschen Orientierung. Okay, irgendwie hier vor dieser Palisade. Ah, hier, ich stehe hier vor wieder. Okay, ich bin einmal rum. Okay, ich will aber nochmal gucken, ob ich ein bisschen was sabotieren kann. So, worum ging es bei der Sabotage? Nochmal kurz gucken eben. Bevor die, ja, sabotiere die Banditen, bevor die Schlacht beginnt. Sabotage. Du kannst das Essen vergiften. Ich habe, glaube ich, kein Gift mit, ne? Und was kann ich noch? Pfeile in Brand stecken. Okay, das kann man natürlich nochmal probieren. So, da hinten kam ja eigentlich ganz gut rein. Ich weiß noch nicht, ob man wirklich jetzt da sich reinschleichen kann oder ob das irgendwas anderes ist. So, das zum Thema Oh. Hier ist ja ziemlich alles voller Wachen, ne? Pfeile. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Je weniger Pfeile ihr habt, desto besser für uns. Okay, so, das Essen hier. Irgendwas in den, was weiß ich. Ich hab nur so einen Scheiß. Ah, ich glaube, ich werde hier gerade entdeckt. So, hier raus. Wahrscheinlich schon die ganzen Typen hinter mir her. Ja. Alter, übelst am Rumgrölen. Ah, voll in den Bach rein. So ein Scheiß, da hinten sind die Steine. Okay, kommen die hinter mir her? Ja, die kommen hinter mir her. Hallo. Muss gucken, dass ich hier rauskomme. Und zwar zügig. Ach, komm. An dem vorbei komme ich garantiert nicht. Ich müsste fliehen. Würde ich ja gerne. Ja, so geht's. Ja, und weg. Tschüssi. Puh, okay. Es hat einigermaßen geklappt. Ein paar Sachen konnte ich machen, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Auf jeden Fall ist das riesig. Das ist ja echt die Hölle.
So, ich weiß nicht, ob wir noch hier im Kampfmodus sind oder ob wir schon quasi Schnellreise machen können, weil dann würde ich mal kurz... Ja, wie hieß es noch? Es ist jetzt nicht Timeberg, sondern... Wo sitzt denn der Herr Dingenskirchen? Hier doch. Da unten wollen wir hin. Okay, Schnellreise geht. Nö, noch im Kampfmodus. Alles klar, das könnten sie auch irgendwie cleverer machen. Na, egal. Jetzt, oder? Oh. Wo sind sie? Ich sehe hier nichts. Was ist denn los? Schweinchen. So, nochmal gucken, dass wir jetzt hier nochmal eine Schnellreise machen. Oh, ich befinde mich überhaupt gar nicht im Kampf. Jetzt. Na egal, komm. Wow, noch ein Pferd. Habe ich das da mal stehen gelassen? So, ich finde nicht, dass ich mich jetzt hier im Kampf befinde. Ich würde jetzt mal sagen, das muss jetzt mal klappen, oder? Oh, Leute. Autschi. Pferdchen, das war nicht fair. So, aber Edson, ey, ich habe überhaupt keinen Kampf. Was wollen die denn? Ich bin ziemlich down, ne? Tja, weil die mich angegriffen haben. Ich muss mal kurz gucken, dass ich vielleicht mal irgendwas esse oder so. Ein Brötchen ist immer gut. Haferbrei. Okay, total überfressen. Na toll. So, dann muss ich da hin... direkt hinreiten, oder was? Na. So, jetzt ist doch aber... Jetzt könnte ich doch aber, oder? Hört sich doch... Die Musik hört sich jetzt erstmal entspannter an. So. Wow, so richtig cool läuft's nicht, ne? Ich muss mal irgendwo schlafen. Kann ich hier bitte mal kurz irgendwo schlafen? Das ist ja nicht so schlimm. Sicherlich ein kleines Bettchen für mich. Ich lege mich hier mal einfach mit dazu. Ich würde hier gern kurz schlafen. Sitzen. Okay, er wirft mich hinaus, das will ich nicht riskieren. Ich gehe wieder. Okay. Ja, ich bin schon weg. Ja, ja. Ist ja gut, ey. Wo ist denn hier eine kleine Dorfgedönse hier? Wie sagt man? Eine Schenke. Haben wir hier sowas?
Na komm. Da oben ist zwar noch Fragezeichen. Mann, geht's mir schlecht. Komm, ich schaffe das noch bis zum... Wie heißt er denn? Ratzig. Lass mal gucken, wo das ist. Richtung. Okay, Nordwesten. Das kriegen wir wohl irgendwie hin. Ferdi? Oh, Ferdi hat sich wieder festgezickt, ey. So, jetzt aber, ne? Andere Richtung. Also ich... Ja, endlich, okay. Da ist es, der Pferdekopf. Kommt das noch aus dem Graben oder was, wo die mir eins draufgezimmert haben? Ich weiß nicht. Also richtig fies war ich jetzt nicht. Da ist das Lager schon. Sehr gut. So. Müssen wir Ratzi noch finden? Eigentlich müssen wir mal ratzen. Boah, mal eben kurz hier schnarchen. Ey, mach doch mal Platz für mich. Ihr habt doch hier irgendwie noch ein... Bestimmt irgendwo ein Plätzchen frei für mich. Kann nicht sein. Hier, das sieht doch gut aus. Da kann ich doch mal schlafen. Bis morgens vielleicht. 10 Stunden schlafen. Bam. Fettsack. Oh, 2 Tage lang überfressen. Sorry. Okay, Energie wieder gut, Gesundheit müssen wir ein bisschen hoch jetzt, ne? 93 ist okay, komm, das ist in Ordnung. So, mal gucken, ob Ratzi hier irgendwo pennt noch. So, da muss hier irgendwo rumlaufen. Wer sieht ihn? Da ist er. Ratzi, warte mal. Ratzi! Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Es gibt ein verlassenes Dorf in den Wäldern und dort verstecken sie sich. Klingt nach Pribyslavitz. Es gehörte Herrn Divisch, bevor Havel Medek es überfiel und niederbrannte und Divisch danach wegsperrte. Seitdem ist es unbewohnt. Ich hätte gehofft, sie wäre nur ein wilder Haufen. Erdwälle und Befestigungsanlagen. Das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Ich versuchte, sie zu zählen. Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen, und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, weil niemand mehr da ist, um sie zu verteidigen. Kaum der Rede wird, nicht viele, schon einige. Dort sind viele, ja. Ich konnte sie nicht mal alle zählen. Bei Gott. Wir werden Truppen aus der ganzen Region benötigen, selbst wenn das bedeutet, Städte und Dörfer unbewacht zu lassen. Jeder waffenfähige Mann wird mit uns ziehen müssen. Es sind überwiegend Banditen. Keine Bauern mit Mistgabeln, aber auch keine ausgebildeten Kämpfer. Genau wie erwartet. Ich habe keine Furcht vor ihnen, aber es kann fatal sein, den Feind zu unterschätzen. Es befinden sich nicht nur Banditen im Lager, sondern auch Kumanen. Eine ganze Menge sogar. Kumanen, sagst du? Wo kommen die her? Ja, was weiß ich? Hat Munzi etwa dort gelassen, nachdem er Skarlitz dem Erdboden gleichmachte? Teufel, die Lage ist ernster, als ich dachte. Ich habe mir ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Und Bogenschützen? Ja, auf dem Kirchturm. Sie haben ein paar und die sind gut aufgestellt. Wenn wir sie frontal angreifen, richten sie wohl großen Schaden an. Das gefällt mir nicht. Es verkompliziert die Sache.
Sich vor der Schlacht um sie zu kümmern, wäre die beste Lösung. Das ist alles, was ich weiß, Herr. Mehr fiel mir nicht auf. Schon gut. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Ich konnte einige ihrer Pfeile zerstören. Sie werden uns nicht so zusetzen können. Gut gemacht. Genau das haben wir gebraucht. Das ist alles, Herr. Keine Sorge, Heinrich. Du hast dich als ausgezeichneter Spion erwiesen. Du musst dich zu Herrn Divisch nach Thalmberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Sag Herrn Robert, er soll bis auf ein paar Wachen alle seine Männer versammeln und überbringe Herrn Hanusch dieselbe Nachricht. Ich lasse ebenfalls nur ein paar zurück. Wir brauchen jeden waffenfähigen Mann. Verstanden, Herr. Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gott sei mit dir. Alles klar. Puh, okay. Aber das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal, ne? Das muss jetzt mal reichen, genug rumspioniert. Ich hau mich noch mal ein bisschen aufs Ohr. Ach komm, ey, ich hab so lange geschlafen. So, Ständer, sabotiere die Banditen, bevor sie Schlacht beginnt. Ja, hätte ich ja gerne noch was mehr gemacht, aber... So, Herr Ratzig, haben wir alles gemacht. Ja, müssen aber gleich jetzt mal... oh, lecker Mittagessen? Ach nee, ich bin Fettsack, ich habe ja alles überfressen. Also, egal, wir machen das alles beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.